Willkommen bei der Dirty Bird Show e-Motorrad aktuell. Mein Name ist Georg Heilig, heute ist der 16. Dezember 2024. Wir zeigen euch die Neuerscheinungen und Branchen-News der letzten Wochen. Danke für eure Kommentare zu unseren letzten Beiträgen. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass unsere Beiträge bei euch auf Interesse stoßen. Starten wir mit den Neuerscheinungen. Der größte Motorradhersteller Honda bringt im kommenden Jahr den zweiten Elektroroller auf den europäischen Markt. Der emissionsfreie Roller der 125er Klasse kombiniert Technologie mit komfortablem Design. Das Unternehmen will mit dem CUVE, also dem SUV, Stadtpendler ansprechen. Der Akku wiegt lediglich 10 Kilo und reicht für ungefähr 70 Kilometer Fahrt. Der kalifornische Hersteller Zero Motorcycles gilt als Schmiede von Premium-Elektromotorrädern. Mit der Einführung der X-Linie bietet der E-Motorradhersteller zukünftig auch günstige Einsteigermodelle an. Preislich liegt die X-Linie leicht über den Modellen chinesischer Konkurrenten. Während die 15,5 Kilowatt starke XE als reinrassiges Trailbike auf den Markt kommt, richtet sich die schwächere XB-Variante an die Moped-Community. Ja, kurz zu unserer Umfrage. Wir wollen von euch wissen, wer kauft von euch nächstes Jahr ein Elektromotorrad, einen Elektroroller oder ein E-Moped? Schreibt uns bitte unten in die Kommentare, was ihr euch überlegt habt dazu, Daumen hoch und was ihr ins Auge gefasst habt. Wir sind schon sehr gespannt, wir werden das in der nächsten Folge dann auflösen. Der für seine Silence-Motorroller bekannte spanische Hersteller Scutum bringt sein erstes Elektromotorrad heraus. Die S05 Weekender wiegt knapp 100 Kilogramm. Sie ist für den Stadtverkehr und Pendler konzipiert. Das Bike hat eine Reichweite von ungefähr 130 Kilometern und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Ja, die österreichische Motorradbranche steckt in der Krise, wie ihr wisst, aber dennoch bringt Susquehanna eine leistungsstarke Elektro-Enduro mit dem Namen Pioneer auf den Markt, die auch eine Straßenzulassung erhält. Die enorme Reichweite von 137 Kilometern bei einer Leistung von 11 Kilowatt verspricht bei der Maschine Abenteuer ohne Ende. Mit einem 21 Zoll Vorderrad und 18 Zoll Reifen hinten sowie dem Offroad-tauglichen Fahrwerk von White Powers meistert die Pioneer sogar hartes Gelände ohne Probleme. Und jetzt noch zu den Kurznachrichten. Italiens führender Elektromotorradhersteller Energica musste vergangenen Oktober Insolvenz anmelden. Das europäische Unternehmen war bekannt für seine leistungsstarken Elektromotorräder. Energica wurde 2014 gegründet und etablierte sich in den vergangenen Jahren zu einem der innovativsten Unternehmen in der Branche. Ob die Marke Energica nach dem Insolvenzverfahren zurückkehren wird, ist zurzeit nicht absehbar. Wir drücken dem Team von Energica natürlich den Daumen für ein Comeback. Ja, kommen wir nach Österreich. Ein ähnliches Schicksal wie der Energica ging es auch der KTM AG. Europas größter Motorradhersteller leitete im November ein Sanierungsverfahren ein. Die KTM AG mit Sitz in Österreich steht vor einem Schuldenberg von weit über 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen ist in der Elektro-Community vor allem durch das Elektro-Enduro-Bike bekannt. Wie es scheint, dürfte KTM im kommenden Frühjahr wieder den Betrieb aufnehmen können. Wir drücken auch hier die Daumen. Jetzt was aus der Technologiebranche. Festkörperakkus gelten als die nächste Revolution in der Akkubranche. Sie sind sicherer, schneller zu laden und weisen eine höhere Energiedichte als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus auf. Das chinesische Unternehmen CATL startet jetzt mit der Testproduktion der innovativen Akkuzellen. Jetzt noch eine kurze Nachricht aus Deutschland. Batterien gelten als Schattenseite der Elektromobilität. Die EU sieht seit längerem den Ausbau der Kreislaufwirtschaft für Batterien und Akkus vor. Die deutsche Bundesregierung erweitert nun ihre geltenden Batteriegesetze. Damit erleichtert sie Endnutzerinnen und Endnutzern den Zugang zum Recycling-Kreislauf. Das neue Gesetz sieht auch vor, Batteriehersteller mehr in die Pflicht zu nehmen. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal bei e-Motorrad aktuell. Unten könnt ihr noch eure Kommentare zur Umfrage einstellen. Wir freuen uns natürlich über jeden Beitrag.